fröhliches Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Movie Star Planet. Jetzt hätte ich beinahe Star Stable gesagt. Aber das ist ja ein ganz anderes Spiel. Und ich muss sagen, ich finde das echt niedlich. Ich habe gar nicht gewusst, dass man hier so viel machen kann. Und zwar kann ich euch ja mal zeigen, was ich gemacht habe. Ich habe hier entdeckt, dass man hier sogar eigene Klamotten designen kann. Und zwar, wenn ihr hier mal guckt, ich habe noch nicht sonderlich viel gemacht, aber ich habe ein bisschen was gemacht. Ich habe dieses Kleid gemacht, was ich gerade anziehe. Ich finde das irgendwie total knuffig. Dann habe ich mir die Hose hier gemacht und dieses T-Shirt. Und, Moment, ich will gerade kurz antworten. So, ich nehme gerade aus für YouTube. Oh, sollte ich vielleicht auch richtig schreiben. Ja, meine Klamotten, genau. Dann habe ich entdeckt, dass man damit auch Looks kreieren kann. Und zwar hier. Habe ich auch schon ausprobiert mit dem Kleid eben, was ich trage und die Schuhe. Und dann habe ich eben noch mit der Hose und dem T-Shirt und auch einfach so von Sachen, die ich, glaube, über dieses Rad bekommen habe oder sonst irgendwoher. Fragt mich nicht beim Level Up und so. Habe ich auch ein paar Sachen bekommen. Es sind jetzt natürlich nicht die tollsten Looks. Ich habe da schon gesehen, da haben manche wirklich mega tolle Sachen gemacht. Ja, wenn man da Looks andere was gemacht von hä? Aha, okay, das habe ich noch nicht ausprobiert, das weiß ich nicht, es geht. Irgendwie kann man hier sich auch die Looks der anderen angucken. Wie ging das denn nochmal? Ich habe das vorhin irgendwo gesehen, jetzt finde ich es nicht mehr. So, ach ja, wie ihr seht, ich habe auch, Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen durcheinander bin. Ich habe mir für eine Woche VIP geholt, das war im Angebot. Ich glaube, das hat 2,20 gekostet, also nicht so teuer. Aber ob ich danach VIP nochmal verlängere, das weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das war jetzt extrem günstig, weil es im Angebot war. Da hat sich das für mich gelohnt. Und, ja, deswegen habe ich das jetzt mal ausprobiert, weil ich wissen wollte, was man da so machen kann. Was ich auch gesehen habe, was ich auch toll finde, also ich habe noch nicht alles rausgefunden, also noch nicht alles ausprobiert, weil ich auch nicht immer so viel Zeit habe, aber man kann hier auch Artbooks machen. Da gibt es auch ganz, 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 ganz tolle. Gut, viele tun auch hier irgendwie Handeln und Verlosungen machen, aber es gibt auch so andere. Und hier habe ich mal ein eigenes gemacht. Ich finde das recht witzig. Und zwar geht hier die Welt unter. Mein Charakter hat Angst und schreit, oh nein, oh nein, oh nein. Ich finde es witzig. Klar, das ist nur so just for fun. Und, aber mir macht es schon richtig Spaß eigentlich. Ich finde das mega, dass man hier sowas überhaupt machen kann. Das wusste ich alles gar nicht. Ich habe auch einen Film gedreht. Dafür habe ich mir tatsächlich eine meiner Freundinnen ausgeliehen. Und die liebe Pixelkeks habe ich mir auch geschnappt. Und habe dann hier mal versucht, so einen Film zu machen. Ich weiß nicht, ob er so toll geworden ist. Aber hey, für das erste Mal. Oh, ist das laut. Ja. Dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir noch mehr heute kann ich echt nicht reden. Sorry dafür. Würde ich mich echt freuen, wenn ihr mir noch ein paar Freundschaftsanfragen schicken würdet und was man sonst noch so alles machen kann, beziehungsweise habt ihr selber Filme gemacht, kann ich mir das mal anschauen irgendwo. Wisst ihr, wo ich die Looks anderer Leute angucken kann, weil das, ich glaube, ich habe das vorhin irgendwo gesehen und jetzt finde ich es irgendwie nicht mehr. Ich bin da irgendwie stelle ich mich da gerade ein bisschen doof an.
Und was man hier beim Wettbewerb machen kann, das weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht könnt ihr mir das ein bisschen erklären, weil ich hatte hier drauf geklickt und wollte da mitmachen und dann weiß ich nicht, muss ich das hier alles kaufen, damit ich da überhaupt mitmachen kann? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Muss ich da dann einen Look damit kreieren oder wie funktioniert das? Wisst ihr das? Könnt ihr mir da ein bisschen helfen, wie das so funktioniert? Das würde mich schon interessieren. Also einen Wettbewerb würde ich schon auch gerne mal mitmachen. Dann gibt es hier noch diese Clubs. Ich glaube, da kann man sich treffen oder ist das sowas wie eine Gilde in anderen Spielen, dass man da dann mit mehreren Freunden drin sind? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, das mit dem Treffen, das waren die Chaträume, ne? Ja, hier bei Chat. Da kann man sich treffen. Das ist sicherlich auch ganz lustig, wenn man da mal so im Café oder so zusammen abhängt. Gut, jetzt im Moment ist halt keiner da. Das macht ja aber nichts. Und dann kann man da so, ich glaube, Sachen sammeln. Oh, sind doch ein paar da. Ja. Und schreibt mir doch mal, was ihr so macht in dem Spiel und was euch daran so Spaß macht. Das würde mich wirklich interessieren. Und natürlich kann man shoppen gehen. Man kann hier alles Mögliche kaufen ohne Ende. Aber ich habe noch nicht wahnsinnig viel Geld und ich habe auch nur diese 7 Diamanten, weil ich da jetzt eben diese eine Woche VIP da in diesem Angebot gemacht habe. Ich weiß gar nicht, kann man Diamanten noch auf andere Arten bekommen? Kann man die sich irgendwie erspielen oder bekommt man die nur für das VIP-Werden, also dass man da dann eine gewisse Anzahl bekommt und dann keine mehr? Das weiß ich alles noch gar nicht, das muss ich alles noch so ein bisschen rausfinden. Aber ja, dann würde ich sagen, schreibt mir doch bitte alles in die Kommentare, was ihr wisst und was ihr mögt. Und dann freue ich mich darüber. Und ansonsten lasst mir doch bitte ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Und falls du nichts mehr verpassen möchtest, kannst du gerne mich abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann kriegst du immer mit, wenn ich ein Video hochlade. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und sage auf Wiedersehen, bye bye und ciao, ciao.